TGW ist die Abkürzung für Turnergruppenwettstreit. Die 14-jährige Nelly Witte und die 15 Jahre alte Sarah Reiter gehören zur Nachwuchsmannschaft des TSV München-Allach, die beim 29. Münchner Pokal als Gastgeber antritt. Man freut sich natürlich, weil es eben jetzt auch schon 3 Jahre her ist seit dem letzten Wettkampf. Und es ist natürlich schön, dass der erste Wettkampf wieder direkt also hier ist. Turnergruppenwettstreit ist ein traditioneller Mehrkampf, wenngleich nicht so bekannt. Wir turnen, tanzen, laufen und singen. Und am Wettkampf gibt es dann einen Zeitplan, wann man welche Disziplinen macht. Beim TSV München-Allach gibt es 6 Mannschaften in unterschiedlichen Altersklassen, die im TGW trainiert werden und bei Wettkämpfen starten. Zu dem Münchner Pokal sind dieses Jahr 19 Mannschaften gemeldet. Das ist ein Großteil München und Umland, aber wir haben auch Mannschaften aus ein bisschen weiterer Entfernung, die aber zu uns zum Wettkampf dazustoßen. Mit dem Heimwettbewerb am 2. Juli beginnt auch für die jungen Turnerinnen des TSV Allach die neue Saison. Wir haben hier nur 3 oder 4 Wettkämpfe, also jetzt erstmal der Münchner Pokal, danach kommt noch einer und dann kommen die Bayerischen Meisterschaften. Und dann versuchen wir uns natürlich bei den Bayerischen Meisterschaften für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Der 29. Münchner Pokal ist die erste Gelegenheit seit über 2 Jahren, dass Nelly und Sarah sich mit ihrer Mannschaft wieder mit anderen im Turnergruppenwettstreit messen.